bei dir? Geht's dir gut? Das freut mich. Wie war dein Tag? Anstrengend. Kann ich mir vorstellen, ja. Allgemein gerade, boah. Bei der Wärme. Holla, du siehst es auch so ein bisschen. Also, mir ist wirklich unfassbar warm. Unfassbar. Und dann habe ich ja hier auch noch die ganzen Lichter, den PC, der hier die ganze Zeit scheppert. Also, es ist ordentlich am Garen hier alles. Also wirklich, das ist nicht feierbar. Aber gut, müssen wir durch, ne? Müssen wir einfach durch. Kriegen wir auch schon hin. Aber wir haben, und das ist ja auch ganz klar, noch wichtigere Dinge zu tun. Wir müssen unseren Plan umsetzen. Und ich habe darauf richtig Bock. Wie, du hast das für eine Spaßaktion gehalten? Moment mal, was für eine Spaßaktion? Das war schon ernst gemeint von mir. Na klar, meinte ich das ernst. Ja klar. Nee. Doch. Ich hatte schon wirklich vor, ein Flugzeug zu kaufen. Irgendwie. Und daraus dann eine eigene Airline zu machen. Das war schon mein wirklich... Also, da haben wir doch sogar drüber geschrieben. Also wirklich, jetzt mal, ich hab doch hier sogar noch die Nachrichten, wie du sagst. Jo, alles klar, dann lass uns das mal anders besprechen. Da kannst du dich nicht mehr dran erinnern. Ernsthaft jetzt? Wirklich nicht? Okay, das bedeutet, du bist nicht mehr dabei. Doch, du bist noch dabei, oder? Doch, okay. Aber du musst das erstmal überlegen. Ich bin jetzt gerade dezent ein bisschen verwirrt, sage ich dir ganz ehrlich. Aber gut, vielleicht kann ich dir ja so ein bisschen berichten und eventuell wirst du davon ja dann überzeugter. Weil eins kann ich dir sagen, die Sache an sich ist mega geil. Mega. Mega, 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 mega cool, wie ich finde. Also, boah, da, doch, wirklich. Also, das ist schon der Wahnsinn. Ja, safe. Na klar, überleg doch einfach mal, mein Gedanke ist ja der, um das vielleicht mal so im Groben erstmal aufzuzeigen. Mein Gedanke ist zu sagen, dass wir ein Flugzeug kaufen und das dann im Einsatz kommt, bedeutet, dass wir von A nach B fliegen und dabei Passagiere mit an Bord haben, die dafür natürlich bezahlen und dementsprechend uns darüber finanzieren. Klar, da gibt es einige Kosten. Das bedeutet, wir müssen ja die Kosten sehen, die nicht nur das Flugzeug kostet im einmaligen Ankauf, sondern auch im weiteren Betrieb, also von Pilotinnen, Pilot, von den Stewardessen, alles, was an Bord so getan werden muss, die Instandhaltung, bis hin natürlich zum Kraftstoff und dann an den verschiedenen Destinationen, die Flughäfen, die wollen natürlich auch nochmal ein bisschen Cash haben. Dementsprechend wird das noch eine große, schwere Rechnung werden. Aber anders kriegt man es ja nicht hin. Und dementsprechend, das war meine Idee dahinter, die ich hatte. Das braucht natürlich ein wenig Rechenkapazität in Form von Arbeitskraft unserer beider Seiten. Aber ich glaube, wenn man das einmal eingepflanzt hat oder implementiert hat, dann könnte das richtig nice werden. Und zwar so richtig nice. Ich meine, stell dir mal vor, wir haben eine eigene Airline. Ich meine, wie krass wäre das? Ja, also, ich sag dir ganz ehrlich, ich finde den Gedanken mega geil. Ich finde den mega, 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 mega cool.
Also ich hätte da ja schon ziemlich Bock drauf, bin ich ganz ehrlich zu dir. Aber ich verstehe natürlich auch, wenn du sagst, boah, das ist schon natürlich ein bisschen risky, das gebe ich auch gerne zu. Aber ohne Risiko wird das halt auch nichts, ne? Ohne Risiko, da kriegst du halt auch einfach im Zweifelsfall nichts hin, hätte ich mal gesagt. Also, du wärst schon noch dabei, ja? Okay. Dann lass mich mal schauen. Denn ich hatte mir hier ein paar kleine, aber feine Notizen gemacht. Und zwar ging es dann darum, zu überlegen, was für ein Flugzeug wir denn nehmen sollten. Denn das ist nicht ganz leicht, denn das ist halt immer so eine Sache momentan, weil Boeing, die stehen schon sehr unter Beschuss. So ehrlich muss man auch ganz klar sein. Also da wird momentan sehr viel diskutiert und geprüft, denn die haben halt häufiger mal technische Probleme, wo Flugzeuge notlanden müssen, wo Flugzeuge eventuell. Und da sind wir jetzt natürlich in der Größenordnung, die schon ängstlich ist, sogar abstürzen. So, da ist dann der Punkt, dass man sich überlegt, okay, vielleicht muss man dann eigentlich eher auf Airbus zurückgehen und sagen, okay, wir nehmen lieber einen Airbus A320, A330 oder ähnliche Flugzeuge, weil ansonsten wir dürfen uns insbesondere am Anfang und eigentlich auch niemals irgendeinen Fehler erlauben. Das ist ganz wichtig. Es ist das wichtigste Gut, dass die Menschen unversehrt ankommen. Das muss. Wenn da einmal etwas passiert, dann hast du insbesondere natürlich, wenn du noch nicht auf einem Niveau bist, wo du dir ein bisschen mehr erlauben kannst, nenne ich es einfach mal so, dann bist du schnell raus. Weil dann will ich auch keinen Flughafen mehr haben. Und dann ist es doof. Und deswegen würde ich auch zum Beispiel erstmal mit Kurzstrecke anfangen wollen, weil uiuiui, Langstrecke ist halt schwieriger, teurer und dementsprechend vielleicht auch einfach nicht die beste Lösung, bevor man dann sich da zu schnell die Finger verbrennt. Das ist so, und insbesondere bei kurzen Flügen kannst du halt wenigstens auch ein bisschen Masse machen. Bedeutet, du kannst auch gerne mal drei oder vier Flüge an einem Tag machen. Bei Langstrecken, da wird das schon schwieriger. Da musst du dich halt auf einen konzentrieren und dementsprechend geht halt einfach dann nicht, ne? Und deswegen würde ich das schon präferieren. Den Namen habe ich mir schon überlegt. Ich hatte überlegt, Obermann, also ich heiße ja Obermann mit Nachnamen, aber dann nicht O, also ich werde eigentlich Obermann geschrieben. Ich hatte auf OB und dann AIR Mann überlegt. Obermann. Verstehst du? Ja. Das war meine Überlegung. Ich fände das ganz cool, ehrlicherweise. Also, ich würde das durchaus spannend finden und glaube, dass wir da vielleicht auch einen Namen haben, den man sich relativ leicht merken kann. Und das ist
halt auch wichtig, weil ansonsten. Schwierig, sage ich einfach mal schwierig. Und so, das waren meine grundsätzlichen Gedanken. Darf ich dir was zu trinken anbieten? Wenn doch, sag Bescheid, weil ich müsste einmal kurz kleinen Schluck zu mir nehmen. Sonst ich ventiliere hier überall. Meine Herren, nicht erschrecken. So sehr ich die Wärme auch liebe, aber es gibt Situationen, da hasse ich sie. Na gut. Okay. Meine Überlegung. Welche Farbe soll das Flugzeug haben? Von innen und von außen. Denn, und das ist ganz klar, von außen sollte das Flugzeug schon auffallen. Wir haben am Anfang eine kleine Flotte und dementsprechend nur wenig Möglichkeiten. Weil auch Marketing wird schon schwierig. Das ist nicht leicht. Genau das ist das. So, und wenn du das halt so super, super, super klassisch machst, blöd. Ich fände zum Beispiel ein sehr knalliges Rot. Sehr geil. Ich fände aber auch irgendwo ein Gelb brutal interessant. Ich überlege gerade, welche Flugzeuge es gibt. Boah, was gibt es? Also DHL auf jeden Fall. Ich glaube, TUI hat auch mal Gelb gehabt, aber TUI Fly hat das ja nicht mehr. Die sind ja mittlerweile blau geworden. Aber ich glaube, dass halt schon auch so ein knallgelbes Logo oder eine knallgelbe Farbe auffallen würde. Ich fände das, glaube ich, gar nicht so mies. Was sagst du dazu? Weil dann würde ich das nämlich mal notieren. Ist jetzt die Überlegung wiederum zu sagen, möchte ich dann in der Kabine das auch knallgelb haben? Ich wäre fast nicht dafür, weil, boah, das ist schon dann eine sehr, 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 sehr anstrengende Sache auch für die Augen. Denn wenn du da 2 Stunden oder sowas in dem Flugzeug sitzt und du kriegst da die ganze Zeit dieses knallige Gelb vorgezeigt, weiß ich jetzt nicht, ob das so die optimale Möglichkeit ist. Aber das kannst du mir gerne mal sagen. Okay. Ich das notiert. Muss ich dazu sagen, dass ich es schön finden würde, wenn der Preis natürlich günstig ist. Wir möchten aber definitiv auch noch was für das Thema Zukunftsvision aufbauen. Das bedeutet, ich fände es persönlich schon ganz wichtig, wenn wir einfach auch so ein bisschen in die Zukunft blickend sagen, was ist mit irgendwelchen erneuerbaren Kraftstoffen? Was ist mit irgendwelchen Möglichkeiten, dass man in der Zukunft
halt auch fliegen kann, ohne ein super schlechtes Gewissen haben zu müssen. Das würde ich persönlich sehr, sehr schön finden. Ist zugegebenermaßen nicht ganz so leicht, ich weiß. Fände ich aber klasse. Das ist eine gute Idee. Das finde ich eine sehr gute Idee. Okay. So. Upsala. Da schließe ich schon fast alles. Aber du hast es wirklich, 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 wirklich nicht mehr im Kopf. Dass wir darüber gesprochen haben. Oh Mann, ey. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist belastend, sag ich's mal. Freundlich. Nein, ach du, alles gut, ne? Das kann ja passieren. Das ist ja auch gar nicht tragisch. Aber ich hatte das halt nicht so erwartet. Sagen wir es mal ganz frech. Ist nicht schlimm. Das. Ich muss gerade zählen, ob ich hier alles richtig habe. Okay. Gut. Aber dann auch die Frage: Hast du einen Wunsch? Heimatflughafen. Heimatflughafen meine ich damit, wo wir eigentlich immer starten, beziehungsweise wo wir unsere Base aufbauen, so nenne ich das Ganze jetzt einfach mal, da, wo man zurückkehrt, wenn man halt wieder landen sollte als letztes und auch so ein bisschen da, wo man halt seinen Homeground hat, wo man seinen Hauptsitz hat. Zum Beispiel Frankfurt ist Lufthansa, also Frankfurt und München. Aber dann gibt es dann halt zum Beispiel Emirates, Dubai, Etihad, Abu Dhabi und sowas. Boah, ich bin da also tatsächlich relativ offen. Das ist für mich kein großartiges Problem zu sagen, wir machen das oder dies. Ich finde vieles cool. Deswegen da würde ich das auch dir überlassen im Zweifelsfall. Das, boah, weiß ich nicht jetzt, ne? Okay. Okay. Das könnte ich nachvollziehen, definitiv. Dann würde ich das mal einfach eintragen. Ja, ich hatte auch schon überlegt. Ich hatte auch so zwischen Düsseldorf geschwankt, auf jeden Fall, weil Düsseldorf ist halt einfach auch so Nadelöhr, ehrlicherweise. Das geht in viele Richtungen. Gleichzeitig ist es aber auch nicht der größte Flughafen. Das bedeutet, du hast immer noch Möglichkeiten, auch mal später sich ein bisschen auszuweiten, wenn man es denn benötigt, beziehungsweise wenn es denn dann eventuell einfach zu klein wird alles, ne? Es ist halt einfach auch möglich, dass das dann irgendwann der Fall ist, weil, und das sollte natürlich auch das Ziel sein, dass wir auf Dauer mehr Flugzeuge bekommen und dadurch mehr starten, mehr landen können und dann auch irgendwann transkontinentale Flüge machen können. Das wäre halt sehr, sehr geil. Das wäre halt genau das, was wir brauchen. Wir brauchen viele Flüge, viel unterwegs sein, viel hin und her und da und dort. Ja, genau. Pass auf, ich müsste jetzt mal eben ganz dringend zur Toilette. Wäre das okay, wenn ich dich mal eben kurz hier sitzen lasse und sofort wiederkomme? Okay, und dann können wir gerne mal weiter überlegen, auch was zum Beispiel die Klamotten angeht von den Stewardessen. Okay, ja, wir haben noch einiges zu tun. Alles klar, dann komme ich sofort wieder und überleg's dir nicht anders, okay? Bis gleich.